Guten Tag. Guten Morgen. Ja, das ist halt immer so. Aber ne, das ist halt dann ist es halt nicht so. Dann müssen sie halt damit leben, dass Handball weiterhin ein vermeintlicher Nischensport ist, weil es keiner guckt und sich dann wundern, warum plötzlich 10 Millionen oder 20 Millionen Leute das Handball-Halbfinale im Fernsehen gucken. Statt auf den Trichter zu kommen, wird ja gar nicht übertragen, können die ja gar nicht gucken, oh, sind wir doof. Ja, aber das wird ja ein Maß an Selbstreflexion voraussetzen. Das haben sie ja nicht. Es wird ja schon reichen, wenn man im Rahmen der Sportschau wöchentlich auch nochmal irgendwie eine halbe Stunde für Handball reserviert. Ja, wobei ich Handball-Zusammenfassung immer schwierig finde, ne? Weil da muss er immer sehr viel in sehr komprimierte Zeit bringen und das ist in der Zusammenfassung irgendwie sinnfrei. Ja, dann muss ja nicht jedes Tor zeigen. Nee, das wird auch teilweise sehr stressig. Also es gab durchaus Spiele in dieser Handball-WM, die hatten so knapp unter 80 Toren. Was für sehr ausgeprägtes Defensivspiel spricht. Ja, nicht. Naja. Aber wie gesagt, solange das exklusiv bei Sky läuft, werde ich das auch exklusiv nicht gucken. Also das ist so ein Grundsatz. Ja. Wobei ja Sportübertragung im Free-TV immer noch eine Sache des Geldes ist, ne? Ja, logisch. Kann ich auch gut nachvollziehen. Das ist jetzt gar nicht das Problem. Die sollen ja auch ihr Geld damit verdienen. Das ist ja gar nicht der Kritikpunkt, den ich daran hege. Nur es ist halt, die Verhältnismäßigkeit ist halt nicht gewahrt. Wenn ich halt nur, sag mal so, Anwendungsbereich Bundesliga, alle Bundesligaspiele gucken will, brauche ich ja schon zwei Abos. Plus bisschen Glück. Ja. Plus wahrscheinlich zwei oder drei Receiver. Weil ja der heutige normale Laptop, sag ich schon, der normale Fernseher zu blöd ist, ein entsprechendes Signal zu verarbeiten. Oder ich zum Beispiel würde es ja gar nicht auf dem Rechner, auf dem Fernseher gucken, ich hätte es ja auf dem Rechner. Ja. Ne? Wird dann ja über Browser gucken. Na gut, jetzt bin ich ja wahrscheinlich auch nicht der Zielgruppenkunde par excellence. Ja. Habt ihr gerade den LKW gesehen, wie er despawned ist? Am Ende der Baustelle vom IKEA ist ein LKW despawned. Ja, guck mal bei mir vorbei. Bei mir seht ihr einen tanzen. Schon wieder? Nee, vorhin. So, ich dachte schon wieder. Aber das kann ich bestimmt jederzeit reproduzieren. Ich muss nur einen LKW finden. Bei mir steht einer direkt vor mir. Ich hatte jetzt gerade ein paar Minütchen Pause am Hauptbahnhof. Und ein DAF-LKW vor mir. Plöpp. Muss man dran denken, für Dienstag das Video schon mal hochzuladen. Spannend, wie der LKW jetzt hier durch die Baustelle fährt. Wahrscheinlich einfach durch die Absperrung durch. Kann sein. Ich finde das mit dem Bus immer schon schwierig, hier durchzufahren. Das ist richtig. Aber auf Dienstag freue ich mich auch so gar nicht, ne? Das hatte ich letzte Woche Dienstag. Schön bis 20 Uhr Doppelsitzung Seminar. Ja, das ist... Das macht Spaß. Vor allen Dingen, wenn du so Themen hast. Also der erste Vortrag wird sein diskontinuierliche Gruppen Teil 2. Das ist genauso spannend, wie es klingt. Wahrscheinlich genauso spannend wie Teil 1. Ja, Teil 1 war eine Frechheit. Echt? Also war eine absolute Frechheit, der Seminarvortrag. Ich werde da jetzt keine personenbezogenen Daten nennen, aber wenn man in einem Seminar zu einer Vorlesung sitzt, die Vorlesung des Dozenten abschreibt, die Eigenleistung aus drei Definitionen besteht, man keine Beweise in einem Mathematikseminar macht und das Ganze mit der Begründung, ja, ich habe die Grundvorlesung nie gehört. Für mich ist das nicht bestanden. Ja. Und ich frage mich dann auch, was derjenige in dem Seminar macht. Hallo. Aber das nur so wieder Gedankengänge eines Matthias. Der zweite Vortrag ist der Satz von Bers über Isomorphie von Ringen holomorpher Funktionen. Also ein Algebra-Vortrag. Es wird immer besser. Ey, da brauche ich keinen Kaffee, da brauche ich Gin. Ja. Kriege ich hin. Es gibt ja Kronen in der Galerie, ne? Das war kein Gin, aber... Ja, muss ja nicht mit den harten Geschützen da ankommen. Muss mal gucken, vielleicht gibt es in der Genusswerkschaft noch Kakao mit Amaretto. Wenn du freundlich fragst, bestimmt auch Amaretto mit Kakao.
Oder so wie am Glühweinstand der Fachschaft. Schuss mit Schuss. Ach so. Das Rum mit Amaretto. Läuft. Ja, macht so manche Vorlesung erträglich. So, jetzt sind wir gleich da, sehe ich. Da haben wir doch 3 Folgen drauf. Wahrscheinlich. Oder ich laber gerade Bullshit. Kann auch sein. Müssen wir mal gucken gleich. Schnie, schna, schnappi. Schnappi, schnappi, schnapp. Oh Gott. Kennt das eigentlich heutzutage noch irgendjemand? Echt? Also ich meine, es wäre zu Recht untergegangen in der Jugendkultur. Ne? Ich kenne es noch. Weil hier das kleine Kükenpiep, auch ein Welthit. Ja. Deutscher Bauart. Das kennst du auch, ne? Ja. Ich kann das auch freundlich sagen, aber ich weiß noch nicht wie. Das kleine Kükenpiep. Ich finde die Stelle mit dem Traktor am besten. Ja, die ist grandios. Aber pssst. Nicht weiter sagen. Das ganze Lied ist ein einziger lyrischer Erguss. Meister Petz, fahr! Ist ja doof. Ups. Keiner gesehen. Ruchau Dom. Aussprache für sie getestet, ist garantiert falsch. Ruraudom. Ruraudom, ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Guck mal, vor mir fährt gerade Kake 345, das passt doch. So, James, was hast du da eigentlich alles in die Liste reingeschrieben? Müsste ich mir mal nichts angucken. Was hast du da eigentlich alles gesoffen vorher? Ja, das ist die viel entscheidendere Frage, aber die stelle ich morgen mal bei Formel 1. Ja. Erinnere mich mal dran. Was? Genau. Du hast das Spielchen verstanden. Ich habe es mit dem Erinnern dieses Wochenende nicht so. Ja, die Minute zählt noch zum Wochenende. Ja, aber bei mir ist schon Montag. Ja. Meine Uhr geht wieder vor. Telefoniere ich wieder in die Zukunft. Ja, das ist halt die Zeitverschiebung zu Dortmund. Das hatten wir schon. Ja, ja. Ah, warte mal, da ist halt ein Gelenkbus mit dem Ruhrgebiet repaint. Ich sollte mal gucken, wurde von Mofi instruiert, mal zu gucken, ob das so passt. Also ob mir das gefällt. Hat er nämlich im Stream bei James gefragt. Wieso hast du dieses Repaint? Das ist in der ganz normalen Repaint-Liste drin. Halt für die Citaros. Ich weiß nicht, ob es das für die anderen auch gibt. Aber die Citaros fahren ja bei mir auch rum. Ja gut, ne? Also das ist gerade eine 177 nach Hauptbahnhof am Ruhraudom. Ich muss aber dazu sagen, ich bin an einem Teil von Ruhrau. Ja. Das sag ich auch schon Ruhrau. Das ist ganz schön rau, der Ton geworden hier, du. Das sieht gut aus, finde ich. In dem die DB-Busse fahren. Ja, ich eigentlich auch, aber das kümmert mich ja nicht. Na, mal die Tür noch zu. Danke, lieber Bus. Auch gleich da. Ja. Wir bitten alle Fahrgäste auszuseiben. Verdammt. Ah, muss natürlich diese Ampel nochmal rot werden. Okay, es werden 3 Folgen. Kann ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen. Muss ich mich nur noch beim Schneiden dran erinnern. Naja, du guckst ja, wie lang das Video ist, und dann, oh, das geht. Ja, dann, genau so funktioniert's, ne? Ja, so macht man das doch. So mach ich das tatsächlich. Dann ist halt die Prämisse, man sollte schon, also ich persönlich peile immer an, über 15 Minuten hätte ich schon gerne. Ja. Das ist so die Minimumlänge. Genau.
Jetzt zum Beispiel bei Dishonored habe ich halt halbe Stunden Folgen gewählt, weil ich dann einfach nicht schneiden muss. Dann habe ich halt so eine halbe Stunde, ist eigentlich ganz gut abzuschätzen in dem Spiel. Finde ich mittlerweile. Ja, hast du vorhin schon mal erzählt. Und dann brauche ich halt nicht am Ende nochmal neben dem Rendern, das muss natürlich gemacht werden, aber da muss ich nicht da noch in der Datei rumschnibbeln. Also wirf es einfach nach Shotcut und dann drückst du, yo, hier, Attacke. So wie ich, mir passiert das oft genug, dass ich dann vergesse, auf das Plus zu drücken und dann rendert der mir erstmal ein leeres Video. Da gucke ich immer doof, hä? Der ist schon fertig. Sollte er aber eigentlich per Default gar nicht machen, weil wenn du nicht auf das Plus nimmst, sollte er eigentlich aus der Zeitachse rausrendern. Nee, macht er bei mir nicht. Okay, interessant. Muss vielleicht mal irgendwie in den Einstellungen gucken, ob es da irgendwie ein Default für gibt. Ist ja auch egal, ich höre nur einen Klick. Ja, vor allem, wenn du ein leeres Video renderst, das ist ja jetzt kein großer Zeitverlust, das dauert ja dann nur so 10 Sekunden. Ja. Und dann merkt man den Fehler auch relativ zügig. So, mit 3,5 Minuten Verspätung sind wir da, das ist für den Feierabendverkehr, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, ich finde gerade interessant, dass meine Haltestellenansage einfach mal der Meinung ist, die letzte Haltestelle ist nicht mehr Heidhausen Bahnhof, sondern Altendorf-Bäckergasse. Das wurde gerade durchgesagt. Ja, immerhin nicht Spitterberg-Bäckergasse, ne? Ja. Ich habe natürlich ganz vergessen, ein Thumbnail zu machen, das muss ich hier kurz nachholen. Ich wollte eins in Fredeberg machen, habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. So, und bevor ich jetzt euch mit langwierigen Erklärungen und von meiner Seite sage ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss. Bei mir geht's natürlich noch ein klitzekleines Stückchen weiter. Bei Tobi bin ich natürlich auch noch da. Ich muss jetzt einmal um sie beenden und kurz eine andere Karte laden. Weil ein bisschen was würde ich dann schon noch vorproduzieren, dann passt das alles. Ja, ich mach gleich auch noch was. Dann habe ich für die Woche auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Ne, nicht um sie zwei, ich brauche Videos. Was haben wir denn da überhaupt für Folgen im Moment? Ich finde auch schön, dass er bei mir schon wieder Altendorf geschildert hat jetzt. 116 bis 118 habe ich gerade aufgenommen. Ich schilder mal kurz. Hallo. So, die Datei speichere ich kurz in den Ordner zwischen. Ne, der Ordner war schon nicht schlecht. Das sind nur die Dishonored-Thumbnails, da soll es nicht rein. Ich habe mal kurz eine Betriebsfahrt geschildert, ich glaube. Das ist besser, als wenn der schon wieder die Rücktour schildert, wobei ich ja gleich gar nicht zurückfahren will. Ja, das kommt hin. So. So, jetzt schon mal machen wir mal kurz Pause. Ich möchte gucken, was da gerade für ein Bus Repaint aus Ruhrau Heidhausen rausgefahren ist. Auf der 179 des Goldbären Repaint. Oh, das ist aber schön. Hast du schon mal die neue Haribo-Werbung gesehen? Nein. Es gibt eine neue, nicht mehr mit hier Dingens? Nee, nicht mehr mit dem. Ja, genau mit dem. Liefers. Ach, die gab's ja auch noch. Ich meinte jetzt die mit Bulli Herbig. Ach ja. Ach ja, ist der Herbig, ist gar nicht der Liefers, genau. Nee, mit dem Liefers war Rocher. Ja, ach ja. Da steckt keine Werbung. Es ist nicht mehr mit Herbig, sondern die haben jetzt einfach ein paar Erwachsene, die sich an einer Bushaltestelle unterhalten. Aber die haben alle Kinderstimmen. Warte. Das muss ich mir mal kurz angucken. Ich halt jetzt mal kurzzeitig. Ja. Haribo. Das sollte kein Problem sein. Werbung 2019. Ich lasse die Leute jetzt mal kurz hier raus. Hier kommt zwar gleich die 178, da muss ich da gleich wieder Platz machen, aber das ist kein Problem. Ach, den gibt es noch in mehreren Varianten. Den gibt es noch mit einer Büroversammlung. Ah. 178 fährt ein Solaris, das ist doch auch schön. Ich hoffe, man hört jetzt gerade bei dir nicht die Haribo-Melodie, nee, aber... Nee. Alter, ist das ist das gut gemacht? Ja. Ja, doch, ist catchy.
Da saßen bestimmt wieder, da saßen bestimmt wieder ganz viele Werbefüchse zusammen, um mal den Held der Steine zu zitieren. Ich zeige jetzt mal, wie man das hier macht, wenn die 180 im Weg steht in Heidhausen. Also ihr seht jetzt wahrscheinlich, wie man es nicht macht. Okay, Bergbahn, ja geil. Das kann ich auch mal wieder nicht fahren. Ah ja, komm, nimm mal Lemmental, kann ja nicht so schlimm sein. Nimm mal so eine schöne 450 vom Adlerhorst weg, oder wie das da heißt. Läuft doch. So. Guck mal, da hat der Kollege gleich mit dem Warnblinker gezeigt, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich hab den nicht mal berührt. Na egal. Also für dich kurz, ich bin einfach außen rumgefahren und habe rückwärts wieder reingesetzt in die Abfahrtsposition. Perfekt. Ja. Ich habe es euch gesagt. So macht man's nicht. So. Ich musste noch irgendwie eine Minute Video hinkriegen. Der Kollege, der grüßt gerade mit dem Warnblinker, deswegen mache ich das auch mal. Der Tobi, ne? Das ist ein Schlitzohr. Ja, er weiß, wie es geht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann ist der Kollege da weg. Jetzt ist er nicht mehr im Weg. Genial. Wie lange hast du denn noch mit deiner Aufnahme jetzt aktuell? Ich bin jetzt hier erstmal fertig. Ich wollte gerade abmoderieren. Ja, dann mach dann. Er richtet sich die Frage. Ja, wir sehen uns auf der nächsten Linie wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.